Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, DFF. Hier, das ist unsere Reihe, bei der wir einmal im Monat einen, wie wir finden, besonderen deutschen Film, der gerade aktuell ist, hier zeigen wollen, in Anwesenheit des Regisseurs auch. Deswegen schon mal großen Applaus extra angereist, Anatol Schuster. Toll, dass du da bist. Danke dir. Ja, der Film heute, der hat einige, nicht nur Vorschusslorbeeren in der Kritik, sondern auch einige Preise gewonnen, da gehen wir später noch drauf ein. Sie können sich auf jeden Fall auf einen ganz tollen Film freuen. Das Ganze ist wie immer in Zusammenarbeit mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt und der Chefredakteur Rudolf Worschech wird dann nach dem Film hier das Gespräch mit Anatol führen. Ja, wie immer gibt es bei uns keine Werbung vorweg, aber das wissen Sie wahrscheinlich längst, sondern bei dieser Reihe einen thematisch passenden Vorfilm, wie ich mich immer aus dem Fenster lehne, weil ich habe ihn ausgewählt. Sie können dann nachher urteilen, ob das passt oder nicht. Das ist jetzt ein etwas älterer Vorfilm, sage ich mal. Der ist aus dem Jahr 1996 tatsächlich, mit Mutti ins Paradies. Und der dauert 4 Minuten. Wir sehen den tatsächlich noch von 35 mm, auch sowas. Das gibt es noch bei Kurzfilmen, das ist ganz schön. Also da sage ich jetzt erstmal viel Vergnügen und dann stelle ich Ihnen den Regisseur vor. Bis gleich. Ja, das war mit Mutti ins Paradies und gleich kann der Regisseur schon mal sagen, ob das dazu passt. Begrüßen Sie Anatol Schuster von unserem Hauptfilm. Willkommen in Frankfurt. Hallo, schönen guten Abend. Na, passt da? Sehr schön, ich kannte ihn nicht, war sehr schön, den Film zu sehen. Eine besondere Frau und ja, er passt, weil ich finde, also es ist ein sehr persönlicher Film über eine ganz ungewöhnliche Frau und Frau Stern ist auch ein sehr persönlicher Film. Es ist nicht meine Oma, aber es ist eine Frau, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, mit der ich eine enge Freundschaft geschlossen habe, auch während des Films oder wir alle. Insofern, der Film ist auf sehr unkonventionellem Wege entstanden und das verbindet ihn vielleicht mit dem Film. Der Film ist auch vielfach preisgekrönt worden. Du hast zum Beispiel beim Achtung Berlin Festival dann auch gleich drei der wichtigsten Preise gewonnen, unter anderem bester Film. Die Premiere habe ich noch moderieren dürfen beim Max-Uffels-Preis in Saarbrücken. Was war das bisher für eine Geschichte mit diesem Film? Hast du das erwartet? Also der schönste Erfolg, wenn man so will, ist ja, dass der Film dann auch so seinen Weg ins Kino findet und auch von größerem Publikum gesehen werden kann. Also es ist ganz toll. Also was der Film für einen Weg genommen hat, ist für uns alles ganz toll. Aber wir haben uns vorher nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil die Zeit so gedrängt hat, diesen Film machen zu müssen. Und ich bin einfach froh, dass er entstanden ist. Und wenn der dann noch gesehen wird, ist das natürlich ganz toll. Und auch eine Kleinigkeit, die ich kurz erwähnen möchte, weil es mich gerade sehr freut. Vor 2 Wochen hatten wir eine Kinotour und ich war auch in Frankfurt im Harmonie-Kino, da lief der Film, da gab es eine Vorpremiere und da sind Leute drin gewesen, die eher so zufällig in den Film gestolpert sind und jetzt wiedergekommen sind und das ist, finde ich, ein ganz schönes Zeichen. Irgendwie. Willkommen. Ich freue mich, dass ihr nochmal da seid, euch den Film nochmal antun wollt. Sehr schön. Genau. Ja, vielleicht auch noch zu dir. Du bist in Darmstadt geboren und hier im Hessischen aufgewachsen. Du hast auch eine Filmmuseumsvergangenheit, hast du mir erzählt. Ja, das kommt auch noch. Jetzt reden wir so viel über den Film oder vorweg. So, genau, ja, aber ich bin tatsächlich mit diesem Ort hier, also habe so prägende Erinnerungen. Also wie ich zum Beispiel auf einem Aladdin-Teppich über die Dächer Frankfurts schwebe. Das war noch in dem alten Filmmuseum, gab es diesen Teppich. Und es gab auch eine Kamera Obscura, wo man die Leute, die am Rhein, Main spazierten, spiegelverkehrt auf der Wand projiziert sah. Das hat sich mir eingebrannt und ich freue mich, dass ich jetzt zurückkomme. Nicht auf schwebendem Teppich, aber doch wir gucken, was wir tun können. Mit tanzendem Schritt, wie ihr gleich sehen werdet. Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist und Frau Stern mitgebracht hast. Großen Applaus, Anatol Schuster und Vielen Film ab. Bis nach dem Film. Dankeschön. Ja, guten Abend auch von meiner Seite aus. Ein ganz herzliches Willkommen. Freut uns wirklich, dass, obwohl der Film in Frankfurt schon gelaufen ist, in 2 Kinos sogar, dass Sie doch nochmal oder überhaupt gekommen sind. Prima, also
von meiner Seite auch einen herzlichen Applaus dafür. Ich würde vielleicht gerne ganz einfach anfangen mit dem, was wir vorhin schon auf, was Urs schon gefragt hat, Frau Sommerfeld. Die ist ja quasi der zentrale Charakter, eine, schon auch der Film, eine One-Woman-Show. Wahrscheinlich hast du die Frage schon oft gestellt bekommen, aber wie hat das angefangen? Wie hast du sie kennengelernt? Wie kam es zu diesem Projekt? Ich habe mein Filmstudium, ich habe an der HFF München studiert, 2016 beendet. Und eigentlich ging das nahtlos über in einen weiteren Stoff, an dem ich schon lange, der schon lange in mir arbeitete. Und habe dafür dann auch ein Stipendium erhalten, das Wim Wenders-Stipendium, was mir Freiraum gab, in Ruhe zu Hause an dem Stoff zu arbeiten. Das heißt, ich hatte einen gewissen Freiraum und ich bin sehr, sehr schnell da in dieses Drehbuchschreiben gekommen und hatte und war, es bot sich mir erstmal so ein innerer Freiraum, sage ich mal. Das war erstmal eine innere Grundvoraussetzung, die da war zu der Zeit. Außerdem, also das war eine Zeit, in der ein großer Umbruch in meinem Leben stattgefunden hat. Ich habe das Studium beendet, begann ein Leben als Freiberufler, habe die Stadt gewechselt, habe eine Tochter bekommen, also sozusagen Familie gegründet und das heißt, alle Pfeiler in meinem Leben waren irgendwie, standen auf Neubeginn und alles auf einmal führt auch erstmal zu großer Unsicherheit, so weil alles irgendwie neu organisiert werden muss und so, aber irgendwie auch sehr spannungsvoll. So, und in der Zeit hatte ich dann dann sind so ein paar glückliche Fügungen gewesen. Also zum Beispiel das Stipendium, unter anderem gab es aber auch eine Förderung für einen Kurzfilm, die wir bekommen hatten. Und bei diesem Kurzfilm geht es um einen Wanderer, der Deutschland durchquert. Und in meinen Filmen spielen immer persönliche Ereignisse eine wichtige Rolle, die ich dann auch in den Film so unmittelbar einfließen lasse. Grund dieser Wanderung ist die Geburt seiner Tochter. Okay. So, das heißt, er durchwandert Deutschland. Das ist ein sehr elegischer, poetischer Film, der so ein bisschen auf die Romantik auch referiert, auch in der Bildsprache sozusagen. Und neben den Landschaftsbildern und diesen atmosphärischen Bildern des Wanderers gibt es Porträts, die wir gezeigt haben. So ein Querschnitt durch die Gesellschaft, verschiedenen Alters, aus verschiedenen Regionen, aus dem Dorf, aus der Stadt. Als wir das begannen, wussten wir noch nicht, finden wir viele Leute unterwegs, auch die wir porträtieren dürfen. Und wir wollten dann gerne uns fehlte auf jeden Fall eine ältere Person, die wir porträtiert haben. Und da schlug der Kameramann Ahuva Sommerfeld vor. Er kannte sie persönlich, weil er mit der Enkelin von Ahuva befreundet war, eng befreundet. Und er stellte sie mir vor als eine durchaus interessante Person. Du wirst sie mögen, sagt er. Und dann warteten wir da mit unserem Stativ und der Kamera vor der Haustür und und ich erinnere mich halt noch sehr gut, wie sich diese schwere Tür öffnete. Ich sah sie auch noch gar nicht, aber man sieht ja diese Tür auch im Film, das heißt, die irgendwie wie sich diese Tür öffnete und dann diese kleine Gestalt wehte und sich eine Zigarette anzündete und irgendwie geschimpft hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber sie geschimpft hat, aber sie hat erstmal so ein Fluchwort in die Luft gesandt und das aber begleitet mit so einem Lächeln und uns irgendwie so angestrahlt. Und dann sind wir da so ein bisschen die Straße entlang geschlappt und haben nach einem Ort gesucht, wo wir dieses Porträt machen können. Und ich habe die ganze Zeit innerlich gegrinst. Ich war so erheitert durch diese erste Begegnung, weil ich das eine Wucht fand. Also es hat mich einfach
sehr, sehr getroffen, so im positiven Sinne, und sofort was in mir ausgelöst. Also, dass ich mit dieser Frau, und ich habe dann natürlich auch gemerkt, man weiß ja immer nicht, Menschen machen einen großen Eindruck auf einen oder manche auch weniger, aber wie es dann vor der Kamera wirkt, ist nochmal was ganz anderes. Und das war eben auch bezaubernd, dass wir dann diese Kamera aufbauten und sie war sehr unsicher, soll ich Kamera schauen oder nicht? Und ja, schau einfach in die Kamera und rauch und mach einfach so, wie du bist. Und ich merkte einfach, durch die Kamera strahlt sie noch mehr. Das ist unglaublich, wie es für eine Aura diese Frau ausstrahlt. So, und das war sozusagen wirklich die Initialzündung. Das heißt, das Besondere von Anfang an ist hier, dass ich eigentlich gar keine Filmidee hatte, sondern dass mir diese Frau begegnet ist. Die ist in mein Leben eingetreten oder wir sind in ihre Wohngegend gekommen und wir haben uns gefunden. So, und das hat den ganzen Film in Gang gesetzt. Und du hast doch dann ein Drehbuch geschrieben, ohne dass klar war, dass die auch mitspielt, habe ich irgendwo gelesen. Ja, genau. Ich muss das jetzt mal ein bisschen, ich will mich ein bisschen aufrechter setzen. Also ein bisschen Rektor. So? Ja, man soll Abstand halten. Man soll Abstand halten. Keep distant. Okay, die Frage war, ob ich wusste, noch ich wusste, ob sie dabei ist. Ja. Naja, also habe ich gelesen. Ja, also ich schrieb ein Drehbuch für sie und sagte ihr, ich will einen Film mit dir machen und ich mache den nur mit dir. Entweder du machst mit oder ich mache den Film gar nicht. Das heißt, eigentlich klingt das jetzt wie eine Drohung und wie ein Druckmittel, was es vielleicht unterschwellig auch ist. Aber auf der anderen Seite hatten wir einfach eine sehr direkte Kommunikation miteinander und auch eine sehr herzliche. Und ich war da einfach sehr offen und ehrlich. Und es war auch wirklich genauso gemeint, weil dass diese Rolle hätte niemand spielen können als sie. Das ist ein Riesenfass, sage ich mal. Das ganze Thema hätte ich mir ein Jahr vorher nie zugetraut zu erzählen. Also erstens ist es das Thema, was mich in meiner Schulzeit, also wo ich einfach eine Erschütterung erlebt habe, so in meiner ganzen, in meinem Geschichtsbewusstsein, wo mir zum ersten Mal klar wurde, was Geschichte ist und was, wie grausam Geschichte ist und was wir Menschen getan haben und erlebt haben und wodurch wir schon gegangen sind. Und also das lag sozusagen in mir schon. Und ich gucke nicht viel Fernsehen, aber ich kriege immer wieder mit, auch durch Schauspieler, die ich kenne oder Demo-Bands, die ich sehe. Und das einfach das Thema wird ja ständig behandelt, auch in Filmen. Und und da werden so oft auch so, also da werden auch so Klischees gebaut. Und besonders heute, also heutzutage, wenn Filme über Holocaust-Überlebende gemacht werden, geht es oft darum, dass so Ausnahmegeschichten erzählt werden von der letzten Rettung oder so. Und ich will das auch gar nicht, also das ist auch eine Sache für sich, die ist auch total wichtig, aber ich sehe auch eine Gefahr darin, dass so ein bisschen eine Versöhnung stattfindet mit der Geschichte, die eigentlich die ich nicht annehmen kann, also weil es gibt eigentlich damit keine Versöhnung. So, keine Versöhnung mit der Vergangenheit, während es natürlich eine Versöhnung hier in dem Film ganz stark ergibt, die in der Gegenwart stattfindet. Genau. Ja, also ich will nur sagen, dieses Thema war sozusagen, ich hätte mir das nicht zugetraut. Es war eher so, dass es mir begegnet ist und auf eine ganz andere, und also wie so ein kleiner Vogel, der irgendwie durchs offene Fenster reinfliegt, ist es plötzlich da und man erfreut sich dieses schönen Anblicks. So war das dann, dass diese Begegnung halt was ganz ausgelöst hat. Ja. Ich meine, mit dem Holocaust, das vertiefst du ja jetzt eigentlich auch nicht in deinem Film. Ich nehme an, das war dann auch
eine bewusste Setzung gewissermaßen. Also man hätte das ja auch drehbuchmäßig ausbauen können und so. Also, aber als Zuschauer langt einem ja eigentlich, dass man das weiß. Ja, das ist richtig. Das war mir auch wichtig, in der Gegenwart zu bleiben. Also das hat auch ganz, das hat ganz viele Gründe. Das hat natürlich auch den Grund, dass wir gar nicht große Mittel hatten, um jetzt irgendwie eine Vergangenheit zu erzählen und so. Aber ich meine, sie könnte ja dann auch erzählen, aber da, sie erzählt ja schon von ihrem Mann und sowas, ja. Aber nichts von irgendwelchen Lagern oder von ihrer Familie außerhalb ihrer Tochter erzählt sie ja nichts. Das stimmt, das ist richtig. Und da muss man jetzt auch gleich sagen, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, nicht ihre autobiografische Geschichte ist, sondern dass es da auch eine Trennung gibt zwischen, also eine Überlagerung. Ganz klar, das sieht die oder erfährt jeder sicherlich, dass hier eine Frau aus dem Leben erzählt und ausstrahlt und spricht mit all ihrer Körpersprache, die sie auch ist. Und das ist ja auch das Besondere an ihr. Zugleich sind aber biografische Eckdaten auch hier verlagert, übereinander gelagert. Und zum Beispiel ist die Geschichte der aus Deutschland Geflüchteten nach Israel kommenden, die ihres Mannes gewesen, die sie sozusagen eng erlebt hat, aber nicht am eigenen Leib erfahren hat. Aber sie konnte darüber ganz viel natürlich erzählen und auch die Rückkehr nach Deutschland, worüber sie ja auch spricht, das sind natürlich zutiefst erlebte Erfahrungen. Genau, das mal so grundsätzlich als, also wie sich da auch die Biografie und Fiktion aber auch überschneiden, das als Ansatz. Aber also noch mal kurz zurück, wie ich sozusagen auf sie dann zutrat. Da war von Anfang an war dieser Satz da, ich will sterben. Also das ist sozusagen so der erste Satz, von dem so auch dieses Buch sich dann entwickelt hat. Und ich war am Anfang schon bang, als ich ihr das Buch gab. Also wir hatten auch über das Thema gesprochen, aber noch nicht tief und so weiter. Und es war jetzt auch nicht ein konkreter Wunsch oder ein aktiver Wunsch, jetzt demnächst aus dem Leben zu treten von ihr. Das Besondere war, dass sie das Buch las und ich hatte eben Angst, wie sie darauf reagiert. Und da war sie total offen und hat sofort aufgemacht. Und das Besondere war, dass wir dann von Anfang an einfach eine sehr offene Kommunikation hatten, weil sobald man ist mir da eben aufgefallen, das ist auch der erste Mensch, mit dem ich da so offen drüber sprechen konnte. Dieses Thema Tod, kein Tabu zwischen uns ist, konnten wir über alle anderen Themen dann auch reden. Mhm. Wir konnten natürlich über die Vergangenheit und über Nazis und wir konnten aber auch über das Begehren im Alter und so. Also da sind sozusagen so viele Themen geöffnet worden dadurch und darüber war ich so dankbar oder wir auch gemeinsam, dass wir da so drüber reden und auch lachen konnten. Und das hat sozusagen ganz viel dann weich gemacht in uns und so offen, wie sagt man? Also ja, wir waren einfach empfänglich. So, ja, genau. Ja. Das mit dem Thema Sex im Alter fand ich auch gut, muss ich jetzt mal sagen. Also es hört man selten, dass in einem Film, dass jemand sagt, also ich habe noch dieses Begehren, aber es gibt ja keinen Sex eigentlich. Nee, das, genau, also wir wollten jetzt auch, also wir wollten, ich meine, wir haben ihr viel zugemutet, muss man dazu sagen, aber es war auch immer klar, dass wir nur von ihr verlangen, was sie auch annimmt, wozu sie auch zustimmt. Das heißt, ich habe keine Szenen geschrieben, bei denen sie gesagt hat, das mache ich nicht. Ja, sie hat ja eine irre Präsenz, muss man irgendwie sagen. Also gerade auch mit diesem Akzent, den sie da spricht, mit dem permanenten Rauchen, was ja Frau Sommerfeld wahrscheinlich auch im wirklichen Leben tut. Also das ist schon eine Wucht, diese Frau. Absolut. Und das, also es kommt einfach so vieles da zusammen, was sich glücklich gefügt hat. Ich
hatte mir zum Beispiel vorgenommen, in meinen Filmen Leute nicht zu zeigen, die rauchen, weil ich finde, dass es ein abgegriffenes Bild auch ist und so eine auch ein Hilfsmittel, ein einfaches Hilfsmittel, um Leute zu zeigen, die nachdenken oder so oder denen es gerade nicht so gut geht oder so. Oder die, die jetzt irgendwie gerade besonders lässig sind oder so. Und das und sie hat mich sozusagen eines Besseren belehrt. Also sie hat einfach, bei ihr war klar, wenn sie raucht, dann richtig. Und dann hat sie halt die ganze Zeit geraucht. Und das wollte ich dann auch nicht unterbinden. Es war sogar so, dass sie am Anfang während des Drehs noch sich in den Pausen immer Zigaretten anstellt. Ich sag so, bitte lass das, du wirst noch genug rauchen. Ja, war das so. Weil wir eben gerade über das Judentum gesprochen haben, sie hatte ja also in dem Film ein durchaus ambivalentes Verhältnis. Diese Szene mit dem Moderator, der sie dann in so die übliche Rolle, hat ihn, ihr Glauben ihnen geholfen, das zu überstehen oder sowas, dann bricht sie ja dann ab und geht raus. Es gibt jetzt nicht so viele Filme, finde ich, über quasi moderne Juden. Würdest du das auch sagen, das ist irgendwie so ein Statement oder sowas in Zeiten, wo man ja doch allerorten wieder Antisemitismus und sowas spürt? Also der Film ist für mich absolut ein Statement dazu, das ist ganz klar. Und also eine Haltung dazu. Und zwar die Haltung, dass es also die Menschen, die in dem Film auftauchen, sind keine Vollblutdeutschen oder so. Also da, und die Sprachen, die gesprochen werden, sind vielfältig und die Begegnungen, die stattfinden, sind vielfältig. Und das ist eine ganz klare Haltung, die ich da vertrete. Und was mir einfach wichtig ist, deswegen würde ich da eigentlich auch am liebsten gar nicht jetzt drüber reden, weil ich einfach über dieses Thema, dieses Populismus, der auftaucht, ich will denen einfach keinen Raum geben. Hm. Ich will denen auch keinen Bildraum geben. Ich will auch nicht darüber sprechen, weil ich das gibt denen nur Feuer und oder Luft zum Feuern. Und das brauchst du einfach nicht. Hm. Und ich will lieber eine Gesellschaft zeigen, die anders ist, weil sie auch anders ist. So, und das ist völlig natürlich. Punkt. Hm. Sie hat ja eigentlich auch nur mit Jüngeren zu tun, also mit keinem Deutschen ihrer Generation, sieht man jetzt mal von dem Arzt ab, der aber auch einen Akzent hat, gewissermaßen. Deutscher Arzt. Genau, das ist der rumänische Arzt. Ja. Aber so ist es halt auch, gibt einfach den rumänischen. Also, egal. Die jungen Leute, das ist zum Beispiel etwas, was ganz stark, wo ich mich einfach sehr stark von ihrem Leben auch inspiriert habe lassen. Und das ist sehr, sehr nah an dem, was in dem Film auch dargestellt wird, dass sie mit der Rückkehr nach Deutschland eine große Skepsis, verständlicherweise ein Misstrauen allen Deutschen gegenüber hatten. Was ich aber nicht bei den Enkelinnen, sie hat zwei Enkelinnen, wieder gespiegelt hat. Deswegen konnten sie sich da irgendwie anders öffnen. Und ich bewundere ihre Offenheit und Toleranz Menschen gegenüber. Sie war da sehr herzlich Menschen gegenüber. Und das hatte sich aber irgendwie auch so mit den Jahren und durch die biografischen Gegebenheiten einfach so entwickelt, dass sie dadurch einen engen Bezug zu jungen Leuten hatte. Und diese jungen Leute haben ja auch einfach viel Kraft und sicherlich auch ihre Jungheit bewahrt, die sie auch so ausgestrahlt hat. Also es war ein ganz wichtiger Ankerpunkt. Also es ist interessant, dass sozusagen die Geschichte oder ihre Geschichte hat diese Entscheidung bewirkt, aber diese Entscheidung hat wiederum was mit ihr gemacht, hat sie jung gehalten und so. Und das, klar, das war dann einfach wichtig, das auch in dem Film so darzustellen. Also das ist ja auch überhaupt eine interessante quasi Figurenkonstellation oder Frauenkonstellation. Also sie hat ja das quasi nähere Verhältnis zu ihrer Enkelin und nicht zu ihrer Tochter. Zu der ist sie ja auch in dem Film, ist es ja, glaube ich, auch ihre wirkliche
Tochter. Ihre wirkliche Tochter. Film. Und die Enkelin wird ja von der Schauspielerin gespielt. Richtig. Müsste ich nur noch eine Frage haben dazu? Naja, ich kann mal so dazu sagen, das war jetzt auch, das ist jetzt auch mal sozusagen unabhängig von ihrer Geschichte, ist das auch meine Erfahrung, die ich da also mit einbringe, dass eine andere Bindung besteht zwischen also Enkeln und ihren Großeltern, dass da eine besondere Verbindung besteht dadurch, dass sie nicht, also Großeltern haben nicht so einen erzieherischen Druck auf die Kinder. Die wollen die Kinder nicht so haben oder formen oder haben auch nicht so diesen Ehrgeiz, dass die Kinder was, also da ist irgendwie eine andere Gelassenheit, eine andere Form der, des, ja, sei wie du bist, so. Und das habe ich ganz stark so erlebt und habe dafür meinen Großvater zum Beispiel auch sehr, sehr bewundert, auch später, als ich älter wurde und mir das klar geworden ist, wie er Dinge annahm von mir, die meine Eltern so nicht angenommen hätten. Und das fand ich, also da liegt sozusagen eine, glaube ich, eine größere Wahrheit sozusagen darin, diese Verbindung so besteht. Und interessant war, dass tatsächlich so eine Art Sorgenverhältnis zwischen ihr, also Ahufa, und ihrer Tochter Nirit bestand, die ich dann wiederum in den Film übersetzte, was sie dann aber lustig fanden und irgendwie auch gern mitgespielt haben. Also die haben auch diesen Humor da so verstanden, wenn sie da Hebräisch sprechen und sie, also das fand ich dann irgendwie auch interessant, dass sie diesen Humor, diesen Selbsthumor so auch mitgebracht haben. Ja. Schön fand ich auch, also eigentlich, was die da so macht, ist ja eigentlich, ist ja so eine Drifterin gewissermaßen. Und die da so durch den Tag und sowas, das ist ja jetzt eigentlich eine Domäne von uns Männern. So, also wenn man an Oh Boy oder sowas denkt oder Herr Lehmann oder irgendwie sowas. Und sie ist ja jetzt eine 90-Jährige in dem Film, Frau. War das auch so eine bewusste Umwandlung eines Kinotopos gewissermaßen? Nicht bewusst Kinotopos, aber ich glaube grundsätzlicher Menschheitstopos. Also dass einfach Männer so in den Geschichten immer die Heldenfiguren halt angegeben haben. Das ist, und es ist auch an der Zeit, dass das nicht mehr so ist. Das sehe ich schon so und das war mir auch schon in meinen anderen Filmen Anliegen, aber das ist natürlich, also da finde ich es halt auch wichtig, ich meine, ich bin ein Mann auch und ich erzähle die Geschichten, aber da ist es mir dann halt auch wichtig, dass das nicht so meine Vorstellung nur ist, die ich dann so durchbringe, sondern dass das sich halt abgleicht mit den Schauspielerinnen, die das dann halt auch mitbringen und ich habe einfach stark gemerkt, dass die das auch so einbringen. Mhm. Ja, und das finde ich eine besondere, genau, das finde ich aber auch eine besondere Verbindung, die da besteht zwischen, ich wusste jetzt gar nicht, wer genau gemeint ist mit Drifterin, ob die Frau Stern damit gemeint ist oder ihre Enkelin, weil beide sind es ja in gewisser Weise. Genau, ja. Aber genau. Ich meinte Frau Stern, ja. Ach so, ja, okay. Ja, genau, wobei das ja also sozusagen als Rentnerin oder als also wo man jetzt nicht mehr einem festen Arbeitsrhythmus folgen muss, natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung hat, das Driften, als jetzt im Falle von ihrer Enkelin, die ja durchaus die Qualität hat, sorglos durchs Leben zu treiben, obwohl es viele Sorgen geben könnte, die sie so knebeln auch. Mhm. Wie ist es eigentlich, also sie ist jetzt ja keine ausgebildete Schauspielerin, Frau Sommerfeld hat aber schon in Filmproduktionen, glaube ich, habe ich gelesen, irgendwie mitgemacht. Mitgewirkt hinter der Kamera, wie, ja. Wie ist jetzt die Arbeit mit jemand, der jetzt quasi keine Ausbildung hat? Du kannst ja jetzt nicht sagen zu Frau Sommerfeld, so, jetzt sei mal auf Knopfdruck traurig oder irgendwie sowas. So einen Satz würde ich eh niemandem sagen, auch nicht einem Schauspieler. Also das ist halt irgendwie auch gemein, dann also sowas zu verlangen. Naja, also ich finde das grundsätzlich eine spannende Herausforderung bei Filmen. Film ist ja knallhart darin, dass es was abbildet, was
real ist. Also man kann ja so viel verfälschen, wie man will, aber es ist ja dann letztlich immer real. Und besonders der Mensch ist darin einfach real. Und deswegen gibt es, finde ich, auch, also nach meiner persönlichen Auffassung und wie es auch in der Filmgeschichte oft gemacht wurde, nicht so eine Trennung zwischen Schauspielern und Nicht-Schauspielern, weil Nicht-Schauspieler genauso wirken können. Und das kommt immer so ein bisschen auf die Rolle an. Also hier auch im Falle des Arztes war es für mich sinnvoller oder richtiger, einen Palliativmediziner zu wählen, der einfach diese Situation kennt und irgendwie anders darauf antworten kann, wenngleich er vielleicht schauspielerisch steif ist, ist dann irgendwie so eine spannende, also ich meine einfach nur sozusagen die Unbeholfenheit als Nicht-Schauspieler vor der Kamera zu stehen, kann auch produktiv sein, wenn man sich in seiner Rolle sicher fühlt. Und bei ihr war eben immer bewundernswert, dass sie, also ich meine, sie ist ein Naturtalent. Die hatte am Anfang manchmal die war sie zögerlich, dass sie immer in die Kamera schielte und so. Dann sage ich natürlich nicht in die Kamera gucken und das lernt sie dann schnell. Aber wir haben auch gar nicht groß geprobt. Also bei dem Film habe ich auch anders gearbeitet als sonst. Also wir haben sehr, sehr direkt, wir haben einfach gesagt, jetzt legen wir los und dann machen wir es nochmal und dann vielleicht ist dann schon gut so. Mhm. Und sie ist da sehr schnell in diese Rolle reingewachsen. Und ich glaube, das kam auch daher, dass wir haben einfach so viel Zeit miteinander verbracht und sind ja auch, also sozusagen, der Film hörte ja nicht auf, wenn die Kamera aufhörte, sondern wir haben dann zusammen gegessen und zusammen gekocht und uns abends noch zusammen irgendwo hingesetzt oder so. Ich finde, das merkt man auch. Also der ganze Film hat ja so einen gewissen dokumentarischen Gestus und auch so einen dokumentarischen Look, als wärt ihr jetzt einfach immer mit Frau Sommerfeld dabei gewesen. Ich nehme an, das war jetzt nicht nur den vielleicht Produktionsbedingungen geschuldet, sondern auch eine bewusste Entscheidung. Also auch das Format 4:3 ist ja eigentlich auch das klassische Fernsehformat, wo man früher Fernsehdokumentationen oder sowas mitgedreht hat. Ja. Das Format haben wir gewählt wegen des, also das ist ein Porträtformat in erster Linie. Für mich jetzt, also als mir der Kameramann das vorschlug, wog ich so ab, ob das irgendwie passend ist. Und wir fanden schnell die Antwort, dass es eine Nähe aufbaut, die wir in dem klassischen 16:9 Format nicht so herstellen können. Hm. Das ist ja ein Porträt von Frau Stern. Das Dokumentarische, ja, mag dokumentarisch anmuten. Es gibt auch ein paar Szenen, die wir wirklich dokumentarisch begleitet haben, aber wenig. Also es war eigentlich eher so, dass wir wirklich dann halt nah dran waren und aber schon geplant haben, was wir da drehen. Aber ein besonderer, ich glaube, ein wichtige Vereinbarung zwischen uns bestand darin, dass sie sich sehr gut textlich zwar vorbereitet hat, dass sie aber, ich ihr immer gesagt habe, bitte rede genau so, wie du redest. Also sie sollte die Sätze nicht so sprechen, wie ich sie geschrieben habe, sondern dass sie diese Übersetzung. Und also da finde ich auch, kommt wirklich eine große Professionalität noch hinzu bei ihr. Das ist nämlich echt eine Leistung. So, also einen Satz nochmal zurück zu übersetzen. Also die hat die Sätze wirklich auswendig gelernt. Sie ist so sorgfältig auch, hat sie sich vorbereitet und hat das aber dann geschafft, ihre eigenen Sprachklang da hineinzulegen. Das fand ich echt ganz toll. Hm. Ja, apropos toll, einer der größten Momente, finde ich, in dem Film, der jetzt auch kein wirklich dramatischer Film ist, aber einer der Höhepunkte ist Summertime. Wie ist das zustande gekommen? Ich habe vorhin gesagt, ich habe nichts von ihr verlangt, was sie nicht wollte. Das stimmt nicht. Es gab nämlich etwas, was sie nicht wollte. Sie sagte nämlich zu mir, eine Sache werde ich definitiv nicht machen und das ist singen. Okay. Genau. Und da war meine erste Gegenfrage, was ihr Lieblingslied sei. Und sie sagte Summertime. Das habe ich mir dann mal so gemerkt im Hinterkopf. Dann gab es, ganz am Anfang haben wir eine Szene gedreht, das war diese Party, wo sie auch als Letzte noch wach ist und zum ersten Mal diesen Engel sieht, diesen
Engelsboten. Da flüsterte ich dann irgendwann Ellie ins Ohr, komm, jetzt redet mal über Karaoke und Summertime und so. Und dann kam das schon mal so, dann wurde es schon mal so filmisch eingeführt. Und ja, also ich habe dann immer wieder Ruhepausen, Drehpausen genutzt, um mit ihr darüber zu sprechen. Und habe festgestellt, dass sie ein kleines Trauma hat, weil ihr jemand eingeredet hatte, sie könne nicht singen. Und das lag über 50 Jahre zurück. Und sie hatte tatsächlich 50 Jahre lang nicht gesungen. Und das ist sehr bemerkenswert, weil sie hat eine Tochter, die Sängerin ist, und eine Enkelin, die Sängerin ist. Das heißt, von der stammt ja auch die Musik, oder? Von der. Genau. Das heißt, eine musikalische Familie, und irgendjemand hatte ihr eingeredet, dass sie ihrer Tochter falsche Töne beibringt und sie solle damit aufhören. Und das hat sie, also es zeigt irgendwie auch, was für eine Konsequenz sie in ihren Haltungen so an den Tag legte. Da war sie auch rigoros sich selbst gegenüber und hatte das so implantiert in sich, dass sie nicht singen könne. Und ich bin da aber sehr hartnäckig gewesen, immer wieder darauf zu sprechen zu kommen, weil mir diese Szene sehr am Herzen lag. Und dann hat sich auch während des Drehs einfach so eine ganz schöne Dynamik entwickelt, auch mit der Enkelin, mit dem Kameramann. Also der Kameramann ist ja auch mein Mitproduzent. Das heißt, wir sind einfach so ein ganz enges, kleines Team gewesen, die wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Und es ist so, wir haben gemerkt, wir geraten da auf eine Welle. Wir schweben auf einer Welle und sind in einem Fluss drin, den wir so weiter nutzen können. Und das hat uns natürlich alle beschwingt, auch sie. Und irgendwann während der Hälfte des Drehs sagte sie zu mir, dass sie sich vorstellen könne, die Lippen zu bewegen. Und da dachte ich so, jetzt kriegen wir das auch noch hin. Ja, und genau. Und dann hat noch im Wesentlichen die Familie auch beigetragen zu diesem Vertrauen, was dann noch nötig war, weil ihre Tochter hat ihr gut zugesprochen und ihre echte Enkelin sitzt am Klavier, begleitet sie im Film. Ah, okay. Das heißt, sie war dann auch wichtig, um das einfach, also dass die da am Klavier sitzt und das. Ja. Ja. Weil du gerade Produzent sagst, der Film ist ja vollkommen quasi förderungsfernsehlos entstanden. Wie konntet ihr das stemmen? Ja. Genau, also zu Summertime gibt es eigentlich noch mehr zu sagen, aber das machen wir vielleicht nachher. Es kommt vielleicht nachher noch dazu. Ja, also das ganze Filmprojekt ist innerhalb eines Jahres entstanden. Also von der ersten Idee bis zur Uraufführung, was wahnsinnig knapp ist. Also normalerweise vergehen Jahre, um Finanzierungspartner zu finden, um Drehbücher auszuarbeiten in vierte und fünfte Fassung. Und hier war von Anfang an eigentlich die, so wie sie mir begegnet ist, wie ich diese Begegnung vorhin geschildert habe und auch die Begegnungen, die wir daraufhin hatten und die Gespräche, die wir führten, war für mich das Besondere, dass sie eine Energie ausstrahlt, von der ich nicht weiß, wie lange sie die beibehält. Ich nannte das schon mal irgendwie eine Altersblüte. Ich habe da schon mal in einem Gespräch gesagt, sie stand in so einer Altersblüte und die hat geblüht. So, und mir war ganz wichtig, dass wir genau das zeigen in dem Film. Genau diese Altersblüte, darum geht es. Also auch um einen schwindenden Zustand geht es in dem Film. Und mir war das, ich beschäftige mich viel mit diesem Thema, diese Kostbarkeit des Moments, der unaufhaltsam davonrinnt. Und hier war das eben so, dass klar war, wenn wir diesen gängigen Weg gehen, dann wird die Zeit nicht reichen. Beziehungsweise es droht auf jeden Fall, dass es so dahin fliegt und dass wir dann nicht mehr das machen können. Und so haben wir im Umkehrschluss gefragt, wie können wir es machen, einen Dreh zu beginnen oder zu machen, wo wir das alles nicht haben. Und dann habe ich im
erstmal so einfach mir zusammengefasst, worum geht es? Was brauchen wir? Wir brauchen, und dann haben wir uns einfach reduziert. Wir haben bei ihr zu Hause gedreht. Wir haben in einem winzigen Team gedreht, mit eigenem Equipment. Also wir sind einfach auf den minimalsten Stand zurückgegangen. Und es war total gut so, weil im Umkehrschluss hat es uns wieder eine große Freiheit ermöglicht. Also ich habe dann auch gemerkt, was für eine Freiheit in dieser Beschränkung steckt, wie frei ich mich bewegen kann, wie schnell ich auch mal sagen kann, stopp, hier jetzt, wir machen jetzt das anders und so. Das war dann möglich. Das wäre in einem normalen Team nie möglich gewesen. Oh. Das heißt, und das Tolle war auch, dass alle, die mitgearbeitet haben, auch diese Freiheit so mitgespürt haben und so. Also ich habe auch noch nie einen Dreh erlebt, der so eine gute Stimmung hatte, durchgehend. Also durchgehend, klar gab es auch Tiefen so, aber so grundsätzlich waren wir einfach sehr, sehr eng beieinander. Hm. Vielleicht noch eine letzte Frage, was heißt Frage, Feststellung. Sie hat ja noch die Premiere bei Max Ophüls-Preis, glaube ich, erlebt, aber ist dann doch gestorben, oder? Tragischerweise. Ja, und das ging auch sehr schnell. Sie ist tatsächlich, im Januar hatten wir die Premiere, eine Woche lang Festival mit 6 Aufführungen und sie war bei allen dabei. Sie strahlte da auch im Mittelpunkt. Du hast sie noch erlebt. Und 2 Wochen später ist sie schnell erkrankt oder ins Krankenhaus gekommen und dann ging das sehr schnell. Also dann, aber man muss dazu sagen, also die Familie war da und sie ist dann auch wieder nach Hause und es war ja auch ganz wichtig und wir haben sie besucht und sie ist wirklich auch im Kreise ihrer Familie dann entschlafen. Und das heißt, das Besondere war, dass da auch so ein versöhnliches Ende stand, was total überraschend schnell kam für uns und für die Familie. Aber gerade bei der Familie habe ich gemerkt, dass die das mit so einer Haltung, auch mit so einer Fassung auch tragen. Und besonders muss ich da noch erwähnen, dass sie, also dass mit dem Film halt wirklich für sie etwas vollendet worden ist, das sagte sie so, und dass sie am Ende auch nur noch über den Film sprach. Das heißt, dieser Film hat ihr letztes Lebensjahr erfüllt und damit halt auch irgendwie so viele ihrer Erinnerungen neu überschrieben, weil sie war eine Frau, die ein sehr bewegtes und sehr soziales Leben führte, aber die nie eine Öffentlichkeitsperson war. Und ich glaube, das war für sie ein ganz wichtiger Schritt, so in die Öffentlichkeit, also auch sowas zu hinterlassen. Also ich glaube, sie hatte da auch eine, also ich habe da nicht mehr mit ihr drüber gesprochen, aber so eine besondere Vorstellung davon, was dieser Film jetzt irgendwie was für, ja, ich glaube, sie hat ihn sogar größer gesehen irgendwie, als ich das jetzt irgendwie so, also, dass der irgendwie dann halt so in die Welt geht. Irgendwie. Also, aber also zumindest, was ich sagen will, ist, dass sie diesen Film geliebt hat und voll hinter dem stand und ich konnte mich während des Festivals immer hinter ihr verstecken, immer wenn wir gefragt haben, und wie war's? Dann war ich still im Hintergrund, da sagte sie, das war fantastisch. Das war irgendwie ganz toll. Irgendwie. Also, ja. Ja, dann würden wir doch jetzt mal Sie auffordern, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, wenn Sie möchten. Ich komme zu Ihnen. Also ich möchte die Summertime-Geschichte noch hören. Also die Summertime-Geschichte. Weil man fragt sich ja immer wieder dann, warum macht man eigentlich so einen wahnsinnigen Aufwand und Filme und dann kommen so wenig Leute nur ins. Also heute ist es ganz toll besucht, das will, also so ein Moment, dafür genieße ich es dann auch, so ein Filmgespräch zu führen, aber es ist sehr mühsam, einfach der Weg von vorne bis hinten. Und ich habe dem Team am Anfang immer, oder auch ihr gesagt, wir machen da so ein,
so ein Kurzfilm, der wird ein bisschen länger und so. Ich habe am Anfang ziemlich tief gestapelt, weil ich nicht wusste, ob wir das kräftemäßig so durchhalten. Und irgendwann habe ich halt auch dieses Vertrauen gefasst, zu sagen, so, das wird ein Langfilm. So. Wir drehen da einen langen Film. Und wann? Zu dem Zeitpunkt, da war ungefähr die Hälfte der Drehzeit um. Und dann kam das auch so, sozusagen ihr Zugeständnis, dass sich zutraut. Und diesen Summertime-Dreh war mir aber ganz wichtig, dass das wirklich ganz am Ende steht. Also, dass sie da singt. Und dann hatten wir diese Szene so eingerichtet und sie hatte das auch vorher mit ihrer Enkelin mal geprobt. Da waren wir nicht dabei, durften wir nicht dabei sein. Und dann summte sie tatsächlich nur mit und ihre Enkelin sang vor allem. Und ich flüsterte ihr irgendwann zu, so, wir machen es jetzt nochmal und nochmal. Und dann hörst bei dem Take singst du jetzt mal nicht. Das macht jetzt sie. So, und mir war irgendwie natürlich klar, wenn sie das jetzt vollbringt, dann werden wir alle ja zusprechen und applaudieren und irgendwie ihr ein gutes Gefühl vermitteln. Das war so meine Haltung dazu. Das hatte ich mir schon so vorgenommen, dass wir sie ihr da Zuspruch geben. Und dann hat sie halt nicht gesungen, die Enkelin, und dann fing das an, dass sie dieses Summertime singt. Und dann hat sie das gesungen und es war, also ich habe die Zeit irgendwie vergessen, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es vollkommen still war im Raum um mich herum und dass alle gebannt waren von diesem Moment und sie sangen das einmal und es ist so viel aufgebrochen da, also so viele Schichten, so viel Zeitgeschichte, also ich weiß nicht, ich bin da versunken in diesen Moment. Und dann war das vorbei und wir haben alle vergessen zu klatschen. Es war so, dass wir einfach irgendwie überwältigt waren davon, was da passiert ist. Und das war eigentlich das schönste Kompliment, was wir ihr machen konnten, dass wir es vergessen haben. Weil sie hat es dann gemerkt und hat dann so auch ein bisschen. Also das hat ihr auch sowas zurückgegeben, also dieses Trauma so ein bisschen geheilt. Ja. Genau, also es gab mehrere Takes, wo dann sozusagen so leise mitgesungen wurde von der Enkelin und dann gab es nur diesen einen Take, wo sie alleine sang. Ja, und der war so gut. Ich hätte es dann auch nochmal machen können, aber ich habe irgendwie gemerkt, das braucht es jetzt nicht mehr. Und was ich sagen wollte, so dafür lohnt es sich, einen Film zu machen, weil das ist so ein Moment, der da auftaucht, das ist sowas Unwiederbringliches und da finde ich, das, also entfaltet sich die größte Kraft, die so ein Film irgendwie, also der kann halt manchmal Momente festhalten, die dann sonst weg sind. Und da hat es geklappt. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Oder auch Kommentare? Das ist ja immer noch für Anatole interessant, wie es Ihnen gefallen hat. Als sie da auf der Brücke zusammensackt und da irgendwie so ein Herzanfall oder irgendwie so einen Erschöpfungsanfall hat, wie ist denn das, wenn so eine alte Frau sowas spielen soll? Also da hätte ich wahrscheinlich Angst, oh Gott, wenn die jetzt vielleicht wirklich gleich da zumacht. Ich weiß nicht, also wie hat sie das gemacht? Also ich meine, sie hat es ja grandios gemacht, aber ich finde es nochmal was ganz Spezielles, wenn so eine wirklich auch alte Schauspielerin oder eine alte Person, die das darstellen soll, das so macht. Ja. Ja. Wie hat sie das gemacht? Also das sind natürlich auch Momente, die kann man nicht wiederholen. Das passiert einmal. Lustigerweise war der Moment sehr stark davon bestimmt, dass sie Angst hatte, dass jemand kommt und diese Waffe bei ihr entdeckt. Sie hat gesagt, wir können das doch jetzt nicht machen. Und ich habe jetzt so. Es war ja nur eine Plastikwaffe, aber trotzdem war sie irgendwie von dieser Sorge getrieben. Und meine Aufgabe war vor allem, ihr die Sorge zu nehmen, dass die Waffe entdeckt wird. Und dann haben wir ihr so ein paar Tüten dahingelegt, dass es weich ist, wo sie hinsackt.
Und dann hat sie sich an dem Geländer abgestützt. Ich weiß nicht, wie soll ich's, ich kann es jetzt einfach wiedergeben, wie es war. Und dann hat sie das, dann hat sie aber tatsächlich, als sie zusammengesackt ist, hat sie so ein kurzes Zucken irgendwie, so einen Schmerz empfunden. Und der, also das sieht man, glaube ich, auch in dem Moment kurz. Also das war jetzt kein Infarkt oder so, das, aber das, also ja. Also ich kann nur sagen, was mir ganz wichtig war bei all diesen Momenten, auch wenn sie sich auf die Gleise legt und so, dass es immer, also ich bin da auch immer vorher zu ihr gegangen und gesagt, das machen wir, ich will es natürlich machen, aber wir machen es nur, wenn du das willst. Und dann hat sie es gemacht. Genau. Und die Situation, vor der ich am meisten Angst hatte, vor der sie aber gar keine Angst hatte, war die Badewanne. Das, also das fand ich zum Beispiel, das, da hatte ich wirklich Bedenken, aber das hat sie einfach gemacht, so. Und das hat sie auch toll gemacht. Ja. Noch was von ihrer Seite? Ansonsten würde ich... Ja. Ich wollte noch eine Sache fragen. Diese Szene mit dem Talkmaster, der sie dann fragt, hat ihnen ihr Glaube geholfen? Gab es da irgendwie eine konkrete Vorlage oder war das jetzt reine Erfindung oder war da was in ihrem Leben, was dazu Anlass gab? Das war sehr lustig. Ja, das freut mich. Also ich habe jetzt schon... Also da wird öfters eine bekannte Talkshow auch genannt als Referenz, die Leute darin erkennen. Aber für mich war das erstmal, ich wollte damit jetzt nicht eine bestimmte Serie parodieren oder so. Also es ging mir generell um so eine Haltung dazu zeigen, die glaube ich durchaus oft auch zu sehen ist, und zwar so eine Betroffenheitshaltung, also sozusagen aus der Betroffenheit heraus auch eine Sensation zu machen und das als etwas zu nehmen, was sie überhaupt nicht zulässt, also was in ihren Begriff von Selbstbestimmtheit überhaupt nicht reinpasst. Sie lässt sich nicht vereinnahmen und deswegen geht sie da auch so harsch dagegen. Ihm doch genau das Gegenteil erzählt. Sie hatte ihm auch das Gegenteil erzählt. Das heißt, er hat sie wirklich benutzt in dem Moment. Das ist natürlich ganz schrecklich auch, aber sie bringt es ja würdevoll irgendwie zu einer Kehrtwende dann auch gegen ihn. Genau. Also insofern, das war immer mit einem gewissen Humor so geschrieben und inszeniert, also und auch gespielt dann, aber da gab es jetzt keine bestimmte Vorlage oder so, auf die wir uns bezogen haben. Ja. Was ich irgendwie toll fand, es gab so ein paar Impulse, die während des Drehbuchlesens von ihr kamen, dass sie halt sagte, so, ich trinke kein Bier, ich trinke nur Wein. Und dann meinte ich, okay, dann trinkst du halt immer Wein in den Szenen. Und dann war nämlich auch so, dieser Talkmaster, nee, ich gehe doch nicht in so eine Sendung und so. Also, weil ich, da stand am Anfang, dass sie sozusagen total sich freut, dass er sie einlädt. Und, also wenn, dann müsste er mich drum bitten. Und dann habe ich das halt umgeschrieben. Dann, am Ende sagt er, ich bitte sie zu kommen. Ich überlege mir das. Das war dann sozusagen ihre echte Haltung dazu. Das Thema Haltung ist vielleicht auch noch interessant. Im Abspann stand zu lesen Mentor Edgar Reitz. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass du Regieassistent warst bei Die andere Heimat von Edgar Reitz. Magst du ein bisschen was über deine Erlebnisse mit ihm schildern und inwieweit er Einfluss auf dein Werk genommen hat? Also er war bei Luft, meinem Abschlussfilm und ersten Langfilm, tatsächlich maßgeblicher Mentor. Da war er auch enger Gesprächspartner im Vorfeld bei dem Drehbuch. Also ja, er war einfach mentorisch, hat er das ganze Projekt begleitet. Beim Dreh natürlich nicht, aber dann auch hat er auch einen Schnitt gesehen und uns da nochmal Feedback gegeben. Das heißt, dieser Film ist wesentlich auch von ihm, ja, er war von ihm betreut, ist natürlich, Luft ist jetzt auch nicht,
ein Film, der so in der Tradition von seinen Filmen steht. Ist ganz anders. Aber er hat mich damals sehr darin bestärkt, eben die Kraft einer Geschichte aus den Figuren herauszunehmen und sozusagen darauf zu vertrauen, dass die Figuren die Antworten geben und nicht eine Dramaturgie, die man ihnen überstülpt. Das ist sozusagen eine wichtige Haltung, die ich daraus so mitgenommen habe, die auf jeden Fall auch hier mit anklingt. Konkret bei dieser Geschichte war er gar nicht beteiligt, aber wichtig war, dass ich dann auch nach Luft, der mit einem großen, also ich habe ihn auch als ein Korsett empfunden, weil ich war ein großes Team und ich war irgendwie auch verunsichert durch viele Faktoren und so, und der ist sozusagen eher so poetisch still geworden und hier wollte ich mich davon auch irgendwie ein bisschen befreien und dann sprach er mal bei einem Filmgespräch über den großen Wunsch seiner Jugend oder frühen Filmjahre, einen Film zu machen, den man wie ein Gemälde malt, wo man so unmittelbar die Farbe an die Wand trägt und da niemand dazwischen ist, der einen da immer korrigiert und korrektiv lenkt. Und das hat mich auch total in dieser Anfangsphase von Frau Stern beschäftigt, wie wir das ausschalten können, also wie wir so unmittelbar wie möglich agieren können, um dann auch frei zu sein, dem zu vertrauen, was richtig ist. Genau, also insofern, und dann hat er am Ende das, also dann habe ich ihm den Film eigentlich erst gezeigt, als er schon im fortgeschrittenen Schnittstadium war, und da hat er uns dann auch maßgeblich unterstützt, den Film dann überhaupt fertig zu machen. Genau. Keine weiteren Fragen gibt, habe ich die klassische Abschlussfrage, die sich daran anschließt. Du hast gerade dieses Poetische genannt, dieses ruhig-sinnliche, was eben auch deine Filme auszeichnen. Die Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Würdest du sagen, da gibt es auch noch andere, mit denen du dich irgendwie verbunden fühlst, wo du sagst, das sind auch Regisseure, die so arbeiten, oder siehst du dich eher als solitär in irgendeiner Weise? Das fragt er immer. Ah, okay. Was soll das jetzt heißen? Willst du uns zueinander oder gegeneinander führen? Das ist die Frage. Kleiner Spaß. Also, ich nehme aktuell wahr, dass wieder mehr ausprobiert wird, dass wieder mehr versucht wird in unterschiedliche Richtungen, was ich ganz toll finde. Ich habe in diesem Jahr einige tolle deutsche Filme gesehen, was ich in den Jahren davor. Also ich habe zum Beispiel, es gilt das gesprochene Wort als einen sehr sehenswerten Film gesehen. Letzten Monat hier in der Reihe. Genau, also der sozusagen nach dramaturgischen Konventionen eigentlich funktioniert, aber der sehr sensibel inszeniert wurde. Und also, aber das ist nur eine Richtung. Also es gibt gerade ganz viele Richtungen, die auftauchen und auch Leute, junge Leute und vor allem auch Regisseurinnen Mut entwickeln, eigene Geschichten zu erzählen. Damit meine ich nicht so private Geschichten oder private Probleme aufarbeiten, sondern eben so persönlich universelle Themen berühren und mit Mut eigene Ansätze verfolgen. Also wie man den Film ansehen kann, also mir geht es darum, dass die Filme persönlich sind. Also das ist für mich eigentlich wichtig und also persönlich, ja, dass sie eine Persönlichkeit haben und da gibt es viele, ja. Also wenn jetzt einzelne Namen zu nennen, soll ich oder was? Ja, klar. Ja. Naja, Eva Trobisch zum Beispiel. Alles ist gut, hat sie gemacht. War auch hier? Ja. Genau, eine Kommilitonin von mir, die ich sehr schätze. Auch Dokumentarfilme, also Till Köster hat jetzt gerade einen Abschlussfilm gemacht, einen Dokumentarfilm, den ich auch sehr gut finde, Super Friede Love, ist ja was ganz anderes. Was habe ich noch entdeckt? Was mir besonders. Ja, genau, in solchen Momenten fallen sie mir dann nicht ein. In 5 Minuten kann ich dir ein paar Namen nennen. Alles klar, dann tragen wir das nach, weil das Gespräch ja dann auch auf YouTube und auf unserem Kanal
sein wird. Oh nein. Machen wir sehr Verzeihen gerne. Mir alle bitte, die ich jetzt hier vergessen habe. Nein, wir sagen dir schon mal ganz lieben Dank. Ich möchte, bevor du deinen Applaus kriegst, noch sagen, die Reihe geht natürlich weiter. Am 13. Oktober wird Tom Sommerlatte hier sein mit seiner Hauptdarstellerin Karin Hanschewski. Er hat einen deutschen Western gedreht, Bruder, Schwester, Herz. Ja, Filmfest München Premiere hatte und ich glaube, ich muss zum Schluss kommen. Also, wir sagen ganz herzlichen Dank. Nochmal schön, dass du da warst. Anatol Schuster, großen Applaus. Dank. Und Frau Stern, natürlich. Dankeschön. In Gedenken nochmal, Ahuva Sommerfeld. Und danke auch Rudolf für das Gespräch.